Das fängt ja mit einfachen Mitteln an, dass Studierende in den USA ja schon Ritalin nehmen zum Lernen. ADHS-Mittel eigentlich, um gesund zu werden, wird verwendet, um besser sich zu konzentrieren, eine kürzere Lernzeit zu haben, um den gleichen Output zu haben wie andere Studierende. Heißt, ich pfeife mir Ritalin rein, habe dann mal geschwind irgendwie 10 Bücher gelesen, kann man das auch besser merken und schneide genauso gut ab wie die Studierenden, die kontinuierlich während des ganzen Semesters gelernt haben. Frage, müssen wir jetzt auch Proben machen, bevor dann die Studierenden zur Prüfung zugelassen werden? Das beschäftigt mich zum Beispiel. Heißt dann auch, wenn ich Digital Enhancement habe, Sie können, wenn Sie heute in einem magnetisierten Raum sitzen oder unter elektromagnetischen Schwingungen, lernt das Hirn auch anders? Gibt es dann irgendwann mal den USB-Stick, den ich da irgendwie ins Ohr schiebe und dann oder ins Hirn? Und geht es dann schneller? Braucht es das dann überhaupt noch? Also das stelle ich mir jetzt mittlerweile schon die Frage, wenn man digitales Lernen ernst nimmt und es da oben wirklich nur Strom oder neuronale Netze sind, die da irgendwie funktionieren, müssen wir uns einem Lernprozess unterwerfen, der sehr mühsam ist, der viele Fehler auch beinhaltet, die Gott sei Dank gemacht werden, weil ich ja daraus lerne. Aber dennoch, wenn es so geht, dass ich sage, ich kann einem Kind schon irgendwie einen Chip einpflanzen und der kann das alles schon, alle Sprachen, hat schon einen Sprachchip und dann kann ich ihm noch, was ist dann Lernen noch? Also die Frage stelle ich mir momentan. Also wo geht denn die Reise hin, wenn das heute schon möglich ist, dass ich hirnoptimierend lernen kann oder schneller lernen kann. Die Frage ist dann, was passiert mit dem Menschen? Also das ist jetzt eher eine ethische Frage und eine moralische Frage. Und auch, was bedeutet Lernen? Ist Lernen nur ein Endergebnis? Also es wird ja nur noch geguckt, bin ich oben auf dem Berg angekommen? Und da kann ich jetzt mit der Gondel hochfahren, mit dem Hubschrauber oder ich gehe zu Fuß hoch. Der spannendere Weg für den Menschen ist natürlich das Hochlaufen. Viele können aber vielleicht nicht laufen, haben nicht die Kondition, sind behindert, haben Höhenangst, ich weiß es nicht. Die fahren halt mal mit der Gondel oder fliegen halt mit dem Hubschrauber hoch. Was ist dann, also was bedeutet dann Lernen? Oben zu sein oder gegangen zu sein? Das ist das, was mich momentan so ein bisschen, wo ich mich momentan frage, wo wir da hinkommen in der Diskussion um digitales Lernen, weil dann auch solche Optimierungen, Umwege auch diskutiert werden müssen.